Hallo, meine Lieben. Ich freue mich, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Ihr seid bei Sonja von Kreativ mit Sonja und ich zeige euch immer, was ich mit den Produkten von Stampin' Up! Alles so Schönes anfange. Heute habe ich euch so in Anbetracht dessen, dass ja der Frühling langsam vor der Tür steht, so eine tolle Karte mitgebracht. Ich habe dafür benutzt das Stanzen-Set Narzisse. Die dazugehörigen Stempel sind die Dädophil Daydreams. Wenn man die Banderole bei dieser Karte abmacht, dann haben wir hier so eine schöne Pop-up-Karte. Ja, und wie ich das gemacht habe, möchte ich euch heute zeigen. Und dazu drehe ich euch jetzt einfach um und wir fangen mal an. So, mal gucken, ob alles so im Bild ist. Oh, Entschuldigung, wie es soll. Ja, prima. Das ist dann also unser Werk, wenn es fertig ist. Ihr wisst, ich mag es immer, wenn man so eine Gelegenheit hat, auch Grüße in die Karte zu schreiben. Darum habe ich hier nochmal so eine kleine Tasche mit angebracht, wo wir dann so ein kleines Etikett, so einen kleinen Anhänger haben, wo wir unsere Grüße, also unsere persönlichen Grüße aufschreiben können. Hier haben wir so ein kleines Etikett, so einen kleinen Aufleger, wo dann ein Spruch gestempelt wurde. Was habe ich dazu benutzt? Einmal haben wir dieses wunderschöne Stempelset Dädophil Daydream. Da haben wir auch die schönen Narzissen drauf. Es ist allerdings in Englisch. Aber was hier auch sehr schön ist, sind die dazugehörigen Stanzen, Stanze Osterglocke. Können wir also wunderbar die Osterglocken ausstanzen und zusammensetzen. Und dann habe ich benutzt das Set Ostergrüße mit dem wunderschönen Spruch: Eine schöne Frühlingszeit und Sonne im Herzen. Ist also jetzt da nicht unbedingt so ganz speziell auf Ostern zugeschnitten. Kann man eine ganze Zeit lang benutzen. Dann brauchen wir noch dazu die Stanzen lagenweise Kreise und natürlich für den Anhänger die Anhänger nach Maß. Das sind die die Stanzen, die ich benutzt habe. Gestempelt habe ich einmal in Gartengrün und einmal in Mango. Hier. Und ich habe heute schon jede Menge vorbereitet, nämlich die ganzen tollen Narzissen, die wir dann heute brauchen. Also das hat natürlich schon eine ganze Zeit lang gedauert, das vorzubereiten. Wir haben im Prinzip sechs verschiedene Formen, die wir anfertigen können, nämlich einmal, also immer drei verschiedene, nach rechts oder links ausgerichtet. Einmal sind das diese Blütenknospen. Dann haben wir diese Form und wir haben noch dazu diese Form. Ich zeige euch zum Schluss der Karte, also zum Schluss des Videos noch, wie man die einzelnen Teile zusammenfügt. So, das war das. Dann habe ich weiter vorbereitet das ganze Papier, was wir brauchen. Und zwar, da muss ich heute immer mal auf meinen Spickzettel gucken, weil das doch ein kleines bisschen viel ist. Ihr findet die Maße natürlich dann wieder vollständig auf meinem Blog, Kreativ mit Sonja. Und dort findet ihr dann auch alle benutzten Materialien nochmal aufgeführt. Für die Grundkarte habe ich einen Farbkarton in Flamingo benutzt, ein A4-Blatt und habe das längs halbiert. Und dann wird das mittig gefalzt bei 14,89 und dann jeweils beidseitig bei 7,45. Diese beiden äußeren
Falze klappen wir nach innen. Und dann müssen wir mal gucken, das sind ja nun so ein bisschen ungerade Maße. Ich habe dann hier in der Mitte nochmal so ein kleines, also in der Mitte ist gut, rechts und links so einen ganz kleinen, winzig kleinen Streifen abgeschnitten, damit die Karte dann auch gut, damit die beiden Teile gut zuklappen. Und hier in der Mitte brauchen wir auch so einen leichten Falz, weil wir die Karte ja nachher so aufstellen wollen. Na, das muss also sich dann wegdrücken und darum brauchen wir da auch so einen leichten Falz. Das Papier, was ich benutzt habe, das Designpapier, ist übrigens das aus der SAB, aus der letzten, die Narzissenzeit. Ich fange mal am besten mit dem Papier an, was ich für außen benutzt habe. Dann sind wir nämlich da schon mal mit durch. Und zwar habe ich mir zwei Stückchen geschnitten in 7 x 10 cm und die können wir jetzt hier auch gleich schon mal raufkleben. Dann haben wir das schon mal erledigt. Dann liegt schon mal ein bisschen weniger rum. Oh, ein bisschen Kleber hier dran. Und heute liegt hier schon tatsächlich eine ganze Menge. Na, warum will denn der Kleber jetzt nicht? Ich muss auch mit meinem Fingernagel aufpassen. Na, was ist denn das hier mit dem Kleber? Gut, der will nicht, nehmen wir einen anderen. Den müssen wir natürlich erstmal von der Folie befreien. So. Da geht doch gleich viel besser. So, wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, heute liegt natürlich hier ganzes Ende mehr vorbereitetes Material als sonst, weil wir ja hier für die Aufstellkarte schon eine ganze Menge Papier benötigen und dann natürlich auch für die Narzissen. So, und darum bin ich über jedes Teil froh, was ich hier schon mal aufgeklebt habe. So, wie rum ihr das Papier schneidet, ist natürlich wieder mal so völlig egal. Ich habe das hier vom Musterverlauf einmal bei der Beispielkarte senkrecht laufen lassen. Hier lasse ich das Muster waagerecht laufen. Ist also eigentlich, wie ihr es gerne möchtet, völlig egal. So, dann habe ich innen für die Innenteile natürlich auch vorbereitet das Papier, genau die gleichen Maße. 10 mal 7, jetzt müssen wir mal gucken, wie rum wir das kleben. Also das auf jeden Fall so rum. Ja, und das auch so rum, genau. So, dann kommt hier. Einmal dieses Teilchen. Und dann das andere. Jo. Sieht doch schon mal gut aus. Dann habe ich mir für den Mittelteil nochmal ein Stück Designpapier geschnitten mit den Maßen 14,4 mal 10. Und das soll ja dann hier, das kommt ja hier in die Mitte und hat dann hier auch den Falz. Das heißt, ich falze mir das auch leicht vor. Bei 7,2. Mal schön aufpassen, dass wir die Schneidklinge da wegnehmen. So. Ich habe das beim Vorbereiten tatsächlich geschafft,
statt der Falzklinge dann die Schneidklinge zu nehmen. Das ist dann schon so ein bisschen ärgerlich. So, dann gucken wir am besten, dass die Falze tatsächlich auch übereinander sind. Und darum klebe ich das jetzt auch so ein kleines bisschen anders. Ich mache mir den Kleber tatsächlich erst hier nur auf die rechte Hälfte. Und lege mir das Papier dann an. Schaue, dass es hier so schön auch in dem Falz drin liegt. Und dann klappe ich das Ganze um, mache mir hier auch den Kleber dran. Und dann klappe ich die ganze Karte einfach mal zusammen. So, dann haben wir das genau da, wo es hingehört. Aber, ach, als habe ich es beinahe vergessen, wir lassen hier unten, das war dumm, wir lassen hier unten mal bitte noch so ein bisschen offen. Also das unten noch nicht kleben, das habe ich jetzt glatt vergessen, weil wir ja nachher hier unten noch unseren Steg einkleben müssen. Ja, zum Glück. Klebt das noch nicht so doll. Ah ja, Frau Kindler wieder. So, wir müssen da so 2 cm, 3 cm müssen hoch. Aber ihr seht, das klappt bei mir auch manchmal nicht, weil ich einfach zu aufgeregt bin vor der Kamera. So, mal gucken, ob der da reinpasst. Ja, super. Haben wir die Sache wieder noch gerettet. Also, ich sage nochmal, nur oben, dann etwa bis zur Mitte zusammenklappen und dann hier auch bis zur Mitte den Kleber. Unten lassen wir das mal noch offen. So, dann habt ihr ja schon gesehen, mein nächstes Stückchen Papier wieder in Farbkarton Flamingo-Rot. Und zwar brauchen wir hier ein Stückchen 16,4 mal 4. Wir falzen das mittig bei 8,2 und beidseitig dann bei 1 cm. Das ist dann der Steg, den wir hier dazwischen kleben. Wenn es dann soweit ist, ich muss nur aufpassen, dass das hier nicht trotzdem wieder anklebt. Ist jetzt ein bisschen dumm mit dem Kleber da drin. Na, der kommt dann hier rein. Und dann geht das nachher hier so schön auf. Hier muss man natürlich da aufpassen, dass es tatsächlich auch klebt. Nochmal schön andrücken. Vielleicht ein bisschen wenig Kleber ran gemacht jetzt hier. Drücken wir mal schön fest. So. Na gut, das kriegen wir wahrscheinlich auch noch hin, wenn wir das jetzt hier unten an ankleben. Um das zu verhindern, könnt ihr natürlich auch auf der Rückseite hier runter dann auch nochmal einen Klebestreifen setzen, also so ein bisschen Kleber ranmachen. Da hatte ich jetzt drauf verzichtet, aber offensichtlich war das nicht so eine tolle Idee. So, bleiben wir bei dem Streifen. 16,4 mal 4 cm. Wir falzen mittig bei 8,2 und rechts und links bei 1 cm. Dann brauchen wir für die Innenstiege einen Streifen mit 14 cm mal 2,5. Wir falzen den mittig
bei 7 und beidseitig bei 1 cm. Dann brauchen wir einen Streifen mit 11 cm mal 2,5. Falzen den auch mittig bei 5,5 und beidseitig bei 1 cm. Und dann den letzten nehmen wir mit 8 cm Länge und 2,5 cm hoch, falzen wieder mittig bei 4 cm und rechts und links bei 1 cm. Und dann falzen wir das so rum, dass die 1 cm immer nach innen zeigen und mittig dann auch nach einer Berg-, nee, wieder ins einer Talfalte, so dass wir hier so kleine Dreiecke uns erstellen. Na, die Stützen kleben dann da so hintereinander und bilden dann im Prinzip unseren Steg, wo wir das dann draufkleben. So, wenn wir das jetzt festkleben, legen wir diese Klebelaschen nach innen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das auch richtig mache. Genau. Und wir legen es immer unten an. Wir legen die Mittellinien aufeinander, kleben das fest, setzen es aber immer unten an, damit es sich nachher so zusammen, also auseinanderfalten kann. Irgendwie kann ich heute nicht so gut erklären. So, nehmen also die Kleber. Aber ich hoffe, es ist trotzdem verständlich. Das ist ja das Schöne an so einem Video. Legen wir uns das mittig an. Drücken es fest. Ja, und wenn es dann klebt, dann biegt sich das so auseinander. Dann nehmen wir das zweitgrößte. Legen das auch schön mittig an. Erstmal am besten hier so ein bisschen die Klebestreifen nach oben drücken, dass wir nicht alles voll schmaddern. Und dann umdrehen und immer mal so ein bisschen nach unten drücken. So, dass das dann auch wirklich bündig abschließt. Ja, und dann haben wir noch den letzten. Ich überlege gerade, ob das nicht sogar schlauer wäre, wenn man das so zu vorbereitet, wie wir das jetzt hier machen. Und dann erst das Mittelteil einklebt. Die Idee ist mir vorher leider nicht so gekommen. Aber es wäre vielleicht einfacher. So, dann klebt das. Und dann haben wir unseren Mechanismus hier für innen fertig. Und der kommt dann hier rein. Ich sehe gerade hier diese eine Schneidkante, die ist wieder noch so ein bisschen scharf nach oben. So. Ja, das kommt dann hier reingefummelt. Und dann können wir das, den Klebstoff auch nach unten festmachen. So. Und dann unten den Kleber nochmal ran. Ich überlege jetzt nur, ob wir das vielleicht auch anders machen. Nee, das machen wir nicht. Das, was wir jetzt noch machen, ist, wir machen hier das Designpapier noch drauf. Und das habe ich zugeschnitten auf 13,9 x 3,5. Das kleben wir dann jetzt hier mal auf. Schön mittig.
So, und dann biegt sich das ja hier auch rum. So. Und jetzt können wir dann das Teil auch einkleben. Am besten erstmal nur auf einer Seite den Klebstoff. Jetzt müssen wir auch bitte darauf achten, dass diese Stege auch tatsächlich unten sind. Wir können das ja jetzt hier mit zweimal Klebstoff machen. Rechts oben und unten. Dann haben wir das nämlich einmal hier direkt auf dem Farbkarton kleben und einmal auf unserem Papier. So, und das machen wir so bündig an das Designpapier ran. Dann können wir hier schon mal wieder noch ein bisschen Klebe mit ranbringen. So, dann kommt hier der andere Kleber. Einmal hier hoch und einmal hier innen. Dann machen wir das, fummeln wir das auch hier drunter. Schieben das so, dass es dann bündig mit dem Kartenrand endet. Oh, ich habe heute so viel Klebstoff schon an den Fingern. So. Dann drücken wir das hier unten nochmal fest. Ja, und dann. Das ärgert mich hier so ein bisschen. Hier fehlt ein kleines bisschen Klebstoff hier drin. Setze ich mal noch ein bisschen Kleber zu. So, man sollte das auch halten. Naja, muss man ein bisschen trocknen. So, und jetzt kommen ja schon unsere Narzissen, die wir dann einkleben. Ich habe jetzt... Oh, super, die fällt mir erst mal runter. Ah, die brauche ich aber noch. Ich setze jetzt erstmal hier hinten die Narzissen. Die habe ich tatsächlich richtig festgeklebt. Und zwar habe ich da Narzissen genommen. Jetzt muss ich mal gucken. Die sind mir hier jetzt ein bisschen durcheinander gekommen, mit und ohne Blätter. Da nehme ich tatsächlich welche, die also schon Blätter angeklebt haben. So ein bisschen Klebe dran. Und dann schiebe ich mir die dahin, wo ich sie gerne hätte. Wir können also hier oben auch ruhig ein kleines bisschen drüber gehen. Wir müssten allerdings aufpassen, dass wir hier über diesen über diese Falz nicht hinausgehen. Das ist eigentlich der einzige Punkt, den wir beachten müssen. Dann kleben wir uns das hier so mit rein. So, und dann die restlichen Blumen, die verteilen wir hier auf unseren Stegen. So wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wir können jetzt entscheiden, ob wir an die Narzissen schon immer überall die Blätter ankleben oder auch nicht. Mal gucken, was habe ich denn jetzt hier schon? Hier noch eine helle. Ja, die mache ich am besten auch schon mal mit Blatt. Das heißt, ich mache mir hier so ein bisschen Klebe an den, an den Mittelteil, setze da die Narzisse auf und
dann muss ich jetzt mal gucken, wo die Narzisse hin soll. Da muss dann natürlich so ein bisschen Klebe an die Narzisse, also bis hierher. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sinnvoller ist, die Narzissen anzukleben, bevor man die Stäbe einklebt. Aber da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Und darum, das erste Mal habe ich es so gemacht und das mache ich jetzt einfach mal so weiter. Ich überlege gerade, ob es tatsächlich schöner wäre, aber dann kann man natürlich nicht so gut sehen, wie die Blumen so, also diese Blüten nebeneinander passen. Das ist dann wahrscheinlich schwieriger. So, machen wir uns das mal hier. Die zweite, jetzt habe ich gleich zwei Stege erwischt. Da. Hier über diese Falzlinien sollten wir natürlich auch nicht kommen. So, merken wir uns das wieder, bis wohin das gehen soll. Kommt das wieder in den Steg rein. Dann drücken wir das fest. Hier müssen wir jetzt tatsächlich noch ein bisschen aufpassen, dass wir. Ich habe gerade mal was nachgeholt. Ich muss mir mal die Finger abwischen zwischendurch. Dass wir die Stege nicht aneinander festkleben. Ne? Wenn wir die Stängel da reindrücken, dann verschmiert das in den meisten Fällen erstmal so ein bisschen, weil man das nicht ganz so doll, ganz so genau gelegt bekommt. Und das ist natürlich dann erstmal so ein bisschen unschön. So, dann nehmen wir mal schon den nächsten Abstand, den nächsten Steg. Jo, den würde ich jetzt mal wieder hierher. Oder haben wir noch eine andere Farbe? Gucken. Muss mir die mal so ein bisschen sortieren nach rechts und links. Ja, welche nehmen wir denn jetzt? Bleiben wir jetzt mal hier auf der linken Seite wieder. Und da würde ich jetzt habe ich hier jetzt zwei gleiche gegriffen. Dann nehme ich jetzt hier mal so eine andere Blüte. Dann kommt die jetzt in den mittleren Steg, in den mittelgroßen. Genau. Die kann dann ja auch ein bisschen tiefer. Oder einfach ein bisschen schräger oder wie auch immer ihr das so möchtet. Ich mache das mal hier so. Ist ein bisschen fummelig, ich gebe es zu, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Kleber. Fummeln wir das wieder da rein. Festdrücken. Aber wie gesagt, das ist dieses Mal ein bisschen fummelig. So, was nehmen wir auf der anderen Seite? Da nehmen wir jetzt, was nehmen wir denn? So eine hatten wir gerade. Das ist die gleiche. Das ist ja auch nicht so schön. Gut, dann nehmen wir die. Aber ich werde hier erstmal auch noch ein Blatt mit dran machen. So klebt das hier noch nicht. So, genau. Hier an die mache ich gleich mal noch mal ein Blatt dran. Mal gucken, welches wir da brauchen. Das sind die nach rechts. So, machen wir hier. Blatt mit dazu.
dann kleben wir das jetzt hier. Quatsch, hier oben natürlich nicht, unten. Und das hier rein. Und festdrücken. Ja, und jetzt haben wir ja noch vorne die da können wir uns tatsächlich ich überlege gerade, könnten wir uns ja auch tatsächlich die Blätter sparen. Oder noch besser, wir nehmen jetzt hier hoch, die in die andere Richtung. In so einem Blumenstrauß ist das ja auch so. Ja, weil hier würde ich jetzt tatsächlich mal die Blätter wieder abmachen. Und das dann hier direkt auf den, auf diesen Steg kleben. So, und dann können wir hier auch noch mal gut so eine kleine Blüte mit hochkommen lassen. In welchen Steg ihr die auch immer klebt, das ist euch überlassen. Die klebe ich jetzt mal hier oben fest. Den nehmen wir hier noch weiter rüber. Den Klebstoff nochmal ab. Machen wir die hier weiter rüber. Die sind mir jedoch so ein bisschen gleichförmig geraten. So, dann nehmen wir hier nochmal festkleben. Jetzt muss ich schnell mal gucken, wie ich das da gemacht habe. Genau, die mal zwei hier dran. Da ist erst eine. Dann können wir hier ja auch nochmal eine wieder an den zweiten Steg machen. Genau. Und die Blätter werden wir jetzt nämlich hinterher so ein bisschen einkleben. So als Lückenfüller. Mal aufpassen, dass wir hier in der hier noch mal eine reinsetzen. Können wir ja auch ganz nach hinten noch mal machen. Ich habe gerade überlegt, das war jetzt nicht ganz so. Ihr könnt auch ruhig über diese Falzlinie hinaus, weil das ja nach innen sich die Rückwand nach innen wegbiegt und das andere geht nach außen. Das ist also nicht ganz so dramatisch. So, müssen nur aufpassen, dass wir die Stege nicht mit festkleben. So. Ja. Das braucht auch alles so ein bisschen, ehe es dann so klebt. Das ist jetzt hier beim Zeigen dann doch ein bisschen hinderlich. Und
mir ist auch hier der Steg so ein bisschen angeklebt. Das sollte natürlich gerade nicht passieren. So. Genau, die sollte jetzt aber da hinten dran kleben. Supi. Das haben wir. Jetzt machen wir hier vorne noch mal so ein paar Blütchen mit rein. Die können ja dann hier auch schön so über die, wie machen wir das? Machen wir die hier. Genau. Machen wir jetzt hier fest. Das war schon wieder zu viel Kleber, glaube ich. So, und die andere machen wir dann hier. So, dann haben wir die Blüten. Oh. Ja, ich sage, ich habe heute zu viel Kleber an den Fingern. Das ist so ein bisschen lästig gerade. So, dann haben wir unsere Blüten verteilt. Und, ach so, ein paar Knospen habe ich ja hier auch noch. Die können wir dann natürlich auch noch gut ankleben. So. Noch eine andersrum. Ja, die kann gut hier hinten noch hier. Die würde ich dann glatt wieder ganz hinten auf der Rückwand aufkleben. So. Und jetzt können wir noch ein paar Blätter verteilen, damit es auch ein bisschen grün ist. So ein bisschen dazwischen schieben. Und ja, die schieben wir mal so rum. Verstecken wir das noch ein bisschen. Das Blatt hier kommt auch nach hinten. Dann machen wir hier noch ein Blatt dazwischen. Na, also mit den Blättern müsst ihr einfach mal sehen, wie es euch am besten gefällt. Wo ihr die dann reinschiebt. Das ergibt sich ja dann praktisch immer so. Ja, ich glaube, das ist schon so okay. Das reicht mir dann auch. Und jetzt schneiden wir das, die überstehenden Stiele hier einfach alle ab. Dann können wir unsere Karte so zumachen und so hinstellen. Und dann steht unser Blumenstrauß. So, das nehmen wir erstmal alles hier runter. Das ist schon eine ziemlich klebrige und fummelige Angelegenheit, wie gesagt. Ich gebe es zu, aber ich denke schon, dass das wunderschön aussieht, wenn es dann steht und darum lohnt sich das auch. Ich gucke gerade mal, ich werde mal hier hinten doch nochmal ein Blatt einkleben. Habe ich noch eins, was in die andere Richtung geht? Ja, genau. Hier mache ich hinten doch nochmal ein Blatt dran. Das ist mir da sonst zu kahl. So, wichtig ist ja nur, dass es nicht über den Kartenrand steht. Wie gesagt, mit der Mittelfalz,
Natürlich können die Blüten da drüber liegen, aber sie sollten eben nicht daran kleben. Es ist also wichtig, dass wir hier diesen Abstand bei den hinteren Blüten beachten, die wir direkt auf die Karte kleben. Bei den anderen ist es nachher egal. So, dann kleben wir jetzt diese kleine Lasche, diese kleine Tasche. Dafür habe ich mir nochmal einen Streifen Designpapier zurechtgeschnitten in den Maßen 7x3. Muss mal gucken, wie rum wieder geklebt wird, weil hier oben machen wir dann ja keinen Klebstoff ran. Nur ganz dünn hier so an den Rändern. Wir wollen ja da nachher ja auch noch unseren Anhänger reinbekommen. So, dann kleben wir den hier drauf. Lassen das so ein bisschen trocknen. Dann habe ich mir aus Farbkarton Vanille pur diesen Anhänger gestanzt, habe diese Verstärkung, diese Lochverstärkung, die kann man sich ja hier auch wunderbar ausstanzen, die habe ich dann gleich in Flamingo-Rot gemacht, vorne und hinten drauf. Und dann habe ich mir so ein Stück weißes Band genommen. Und das mache ich so ganz gerne, kriegt man dann nämlich immer die farblich passenden Bänder, die man braucht. Ich nehme also einfach ein Stück weiß und färbe mir das dann mit den Blends ein. Und jetzt stelle ich gerade fest, mir fehlt noch ein anderes Garn. So, da ist es auch schon. Also erstmal nehmen wir das Band. Dann fummeln wir uns das Band hier durch. Und jetzt nehme ich einfach so ein Stück Baumwollband oder was auch immer ihr so zur Hand habt, was dünnes, was nicht zu glatt ist. Und drehe die schöne Seite, sage ich mal, die Vorderseite nach unten. Dann machen wir hier zwei kleine Knoten übereinander. Schön festziehen, schön nach unten ziehen. Und dann brauchen wir das hier einfach bloß knapp abschneiden. Und schon haben wir uns dieses ganze Gefummel mit dem Band gespart. Und wir haben ein schönes Stück Band da dran, was wir dann hier mit reinstecken können. So, die Seite ist erledigt. Dann habe ich mir einen Wellenkreis gestanzt und auch auf Vanille pur einen Spruch gestanzt. Den hatte ich euch vorhin ja schon gezeigt. Wo ist er jetzt? Hier ist er. Aus den Ostergrüßen und habe diesen Schmetterling vom Daffodil Daydream noch so rundherum gestanzt. Den habe ich mir dann auch nochmal einzeln gestempelt natürlich, einzeln gestempelt und gestanzt. Und jetzt klebe ich einfach mal diese beiden Kreise übereinander. Das macht sich ja mit dem Wellenkreis immer ganz gut. Der ist ja nur so ein ganz Ticken größer als der andere Kreis, der glatte Kreis. So, und den setze ich jetzt mit Dimensionals auf die Karte.
So, dann noch die Schutzfolie abfummeln. Also ich muss mich eigentlich schon mal entschuldigen für diese ja doch so ein bisschen chaotische Erklärung. Aber das ist wirklich sehr fummelig. Ich sage es euch gleich. Und ja, also ich denke, es war verständlich, was ich euch gesagt habe. Aber dieses Giftklebe an den Fingern, das hat mich heute doch so ein bisschen abgelenkt. So, dann suchen wir uns noch eine schöne Stelle, wo wir den Schmetterling hinsetzen. Eigentlich wollte ich den ja hierher kleben, aber ich habe doch glatt vergessen, dass ich den anderen Schmetterling da schon gestempelt hatte. Und darum klebe ich den Schmetterling heute hier oben an. So, das ist ja auch eigentlich vollkommen egal. Ja, dann können wir die Karte zuklappen und damit sie dann auch tatsächlich zu bleibt, habe ich hier so von einem 12 Zoll Papier mir so einen Streifen geschnitten mit 2 cm. Den lege ich jetzt hier mal so an. Ich sehe gerade hier diese Schneidkante, die guckt wieder so ein bisschen hoch. Das stört mich immer. Darum muss ich die jetzt nochmal glatt streichen. So. Lege ich mir jetzt hier so an. Und ja, super. Habe ich doch glatt einen zu kurzen erwischt. Mal sehen, ob wir das anders hinkriegen. Jetzt. Das war dann nämlich nicht mehr vollständig. Ja, nee, das passt jetzt gar nicht. Da hätte ich mal vorher nochmal gucken sollen. Dann brauchen wir jetzt erstmal nochmal einen anderen Streifen. Moment. So, nun habe ich den natürlich gar nicht mehr in der Farbe. Aber dann nehmen wir den. Mal gucken, ob das jetzt auch noch ein 3 vollständiger ist. Ja, der ist noch vollständig. Na, das war ja wieder prima. So, dann nehmen wir jetzt den. Den haben wir hier als Muster auch schon drin. 2 cm. Ja, das passiert, wenn man nicht alles kontrolliert. So, dann nehmen wir den nochmal an. Genau, das wird eine ziemlich enge Kiste. Und dann können wir den auch schon mal. Also ihr seht, wir brauchen hier tatsächlich nur so ein ganz kleines Stückchen, wo wir das zusammenkleben können. Machen wir schon mal den Kleber drauf. Ich würde es tatsächlich immer hier um die Karte rumlegen und kleben und mir dann gegebenenfalls ein Stück Schmierpapier drunter legen, damit der Kleber nicht auf die Karte kommt. Und dann schön gerade anlegen. Mal gucken. Das ist hier gerade nicht gerade. So. Genau. So, dann kann das schön zusammen. Man kann das hier schon mal trocknen. So, und ich habe natürlich dann auch weiter vorbereitet. Moment, jetzt muss ich erstmal hier aufholen, sonst finde ich meinen Kreis nicht. Erstmal das Papier wieder weg. So, wo ist denn jetzt mein zweiter Kreis abgeblieben? Da ist er. Also einen kleineren, also kleiner als den wir hier in der Innen haben. Einen kleinen Wellenkreis in Flamingo-Rot, dann auch aus dem Designpapier wieder so einen kleinen Kreis. Einmal einen glatten, einmal einen gewellten übereinander. So, und an der Stelle zeige ich euch jetzt, wie man die
die Osterglocken zusammenklebt. Und zwar haben wir diese Stanzform, diese und diese. Ja, das sind also die. Die haben wir auch zweimal. Die können wir also alles mit einmal ausstanzen. Dann hier diese und diese. Die nehmen wir für die eine Blüte. Und dann kleben wir, müssen wir jetzt erstmal ein bisschen probieren. Diese hellen, also die, die ich jetzt in hell ausgestanzt habe, die gehören dann hier drauf. Wir müssen immer mal probieren. Es ist nicht egal, welches Blatt auf welches kommt. Also ihr seht das dann hier, es sind Abweichungen. Na, das passt dann nicht. Also müsste man vorher immer mal so ein bisschen gucken. Und dann lege ich mir die eigentlich so hin. Das, was nach oben kommt und das, was dann oben drauf kommt, behalte ich dann hier in der Hand. Dann machen wir so ein kleines bisschen Kleber dran. Nicht zu viel, damit das nicht so rumschmattert. Ja. Also am besten machen sich hier tatsächlich Klebedosen, die schon fast leer sind, wo aber noch Kleber rauskommt. Da kommt ja dann immer nicht so viel Kleber und dann, die gehen ganz gut. So, dann kleben wir uns das darauf. Das machen wir mit beiden Blütenteilen. Ja, ich habe jetzt hier tatsächlich ein bisschen Angst, dass ich zu viel Kleber habe, weil das hier eine neue Tube ist. Aber ja, darum bin ich jetzt hier auch so ein bisschen vorsichtiger beim Kleben. So, dann kommt das wieder übereinander. Dann setzen wir diese beiden Teile übereinander. Da könnt ihr euch einfach mal angucken, wie euch das so am besten gefällt. Das ist also wirklich schnurzpiep egal. In der Natur sehen die Blüten ja auch nicht alle genauso aus. Also insofern ist es egal. So, dann nehmen wir uns diese beiden anderen Teile, Stanzteile, stanzen das aus. Ich mache das gerne so, dass ich das ja zweifarbig mache und die Grundfarbe der großen Blüte wird nachher für mich die aufgelegte Farbe des Blütenkelches. Ne, also ich wechsle sozusagen hier die Farben. Man kann das natürlich auch genauso machen, also in der gleichen Reihenfolge, dass man sagt, also der Blütenkelch, das ist immer das Aufgesetzte praktisch, das ist dann hier das gleiche wie da, aber mir gefällt das hier so besser. So, dann haben wir die übereinander und dann kleben wir den hier einfach ein. Könnt ihr auch mal gucken, wo ihr das am besten platzieren möchtet. Das ist auch vollkommen egal. So, das, was ich jetzt nicht mehr mache, ich werde jetzt hier den Stiel nicht an... Oder doch, hier bei der kann ich den Stiel auch nochmal ankleben. Den setzen wir dann hier einfach so an. Ne? Dann nehme ich jetzt mal den, den wir vorhin schon mal hatten, den ich wieder abgefummelt habe. Wo ist denn der? Hier. Da ist er. Dann hat er nicht so ein sinnloses Dasein, weil das sieht man ja nachher hier sowieso nicht. Dann kann der also gut daran. Achso, und wir haben natürlich auch die Stiele in Rechts- und Linksausfertigung. Jetzt habe ich gerade gar keinen anderen mehr da. Müssen wir natürlich dann gucken. Also der andere ist ja dann praktisch so, wie rum wir das an die Blüte setzen. Ne? Entweder so oder so. Das ist die eine Blütenart. Dann packen wir das mal schon wieder weg. Bei der zweiten brauchen wir auch diese beiden Stanzen.
Wir nehmen dann aber dazu einmal diese Stanze, diese Stanze und diese beiden. Habe ich natürlich auch schon vorbereitet. Hier werden diese beiden Teile übereinander gesetzt. Also ihr merkt schon, diese Karte ist tatsächlich sehr, sehr aufwendig. Ich habe ja nun schon ganz viel vorbereitet heute und trotzdem haben wir schon so ein langes Video. Aber es lohnt sich, glaubt's mir. So, dann haben wir den ersten Teil und hier, das werden diese Blütenblätter, die kommen nachher hier runtergesetzt. Mal gucken, wie es richtig rum ist. Ja, so rum. Das werden, sind also auch wieder Blütenblätter. Da kommen dann diese Teile, dieses Teil drauf. Ach ja, so. Und dann kleben wir das hier drunter. Dass die Blütenblätter also praktisch so ein bisschen runterhängen. Und dann brauchen wir wieder, wo habe ich ihn denn jetzt hier? Hatte ich schon fertig gemacht. Auch wieder diese beiden Blütenkelchteilchen. Und dann kleben wir das auch einfach darauf. So. Und dann brauchen wir wieder einen Stiel. Und jetzt brauche ich da tatsächlich einen, den ich gar nicht mehr habe. Dann muss man das so rummachen. Das hier ist schon ein bisschen geknickt. So, dann setzen wir hier den Stiel wieder an. Und dann, wenn wir jetzt die Blätter noch ranmachen wollen, müssen wir natürlich darauf achten, dass wir, die haben wir auch zwei verschiedene, einmal so rum, einmal so rum, dass die Blätter immer von der Blüte weg zeigen. Also die sind ja andersrum gebogen. So, das wäre die zweite. Und dann haben wir nur noch die Knospe, die Blütenknospe. Da setzen wir mal erst diese gelbe Blüte an den Stiel. Und darauf kommt dann dieses kleine, habe ich noch gar nicht gezeigt. Das sind dann also diese beiden. Ja, die nehmen wir mal wieder runter, die irritieren jetzt hier nur. Das sind diese beiden Stanzteile. Und dann setzen wir das hier an. Hier ist ein bisschen Kleber dran. Und den setzen wir dann hier rein. Könnt natürlich das auch hier ein bisschen drüber setzen. So. Das muss man so ein bisschen hinfummeln. Das passt nicht ganz so perfekt aus meiner Sicht. So. Und dann können wir natürlich hier auch wieder die Blätter ransetzen. Das mache ich in dem Fall auch mal gleich. Damit die mir hier nicht wieder so dumm rumliegen. Ihr könnt euch noch entscheiden, ob die Blätter länger als die Blüte sind oder andersrum, wie ihr das auch gerne möchtet. So. Und wir
Nehmen wir uns jetzt eine dieser Blüten. Ich würde mich jetzt hier gerade für die entscheiden. Die kommt jetzt hier drauf. Mal gucken, das kommt so. Ja, so. So. Dann wird das wieder gekürzt. Und das Ganze klebe ich dann jetzt hier drauf. Ich würde es diesmal entgegen meiner Gewohnheit tatsächlich nicht mit Dimensionals machen, damit es tatsächlich richtig klebt. Weil da ist ja doch so ein bisschen Druck hinter der Karte. So, dann setzen wir das auf. Ach ja, das passt mit dem Papier auch ganz gut. Obwohl es natürlich ärgerlich ist, dass ich jetzt da so einen Streifen habe, den ich gar nicht brauche. So, dann haben wir jetzt unsere Karte fertig. Ich drehe euch mal wieder um. Könnt ihr noch mal wieder ein bisschen die Unordnung bewundern bei mir hier. So, da bin ich wieder. Ja, das war ein bisschen anstrengender heute. Jetzt rutscht mir hier auch noch die Technik weg. Für die war das offensichtlich auch so ein bisschen anstrengend. Ich hoffe, dass ich euch das trotzdem einigermaßen verständlich erklären konnte, wie diese Karte gemacht wird. Ich hoffe auch, dass sie euch nicht zu anstrengend ist, zu fummelig ist. Sie braucht ein bisschen Übung, ich gebe das zu, aber ich kann es nur wiederholen. Also ich finde, es lohnt sich wirklich. Ja, dann möchte ich mich bedanken, dass ihr durchgehalten habt, dass ihr das bis zum Ende geguckt habt. Das war ja nur eine gute Stunde dieses Mal. Wenn ihr Fragen habt, stellt die gerne hier unter dem Beitrag oder schreibt mich an über YouTube oder Instagram oder auf meiner Facebook-Seite. Das läuft alles unter Kreativ mit Sonja. Die Maße, wie gesagt, findet ihr alle auf meinem Blog. Da habe ich auch nochmal aufgeführt, welche Materialien ich verwendet habe. Ja, wie gesagt, herzlichen Dank. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich würde mich genauso darüber freuen, über ein Abo von meiner Seite oder von meinem Instagram-Account. Ich freue mich über jeden Like, jeden Kommentar. Wie gesagt, es liegt mir wirklich, also ich möchte wirklich mit euch in Kontakt kommen. Ich möchte, dass wir uns austauschen können. Ihr könnt alle Fragen loswerden. Ja, und vergesst nicht, die Glocke zu abonnieren, damit ihr dann auch keinen meiner Beiträge verpasst. So, und das soll es jetzt aber für heute gewesen sein. Ich habe eure Zeit lange genug in Anspruch genommen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss, eure Sonja.